So, und damit herzlich willkommen zurück zu Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4 zur letzten oder vorletzten Folge, je nachdem. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch eine extra Folge machen, wo wir alles zeigen, dass deswegen vielleicht vorletzte. Letzte Folge, in dem wir alles sammeln. So, denn wir haben es, ich hab's gefunden. Beides. Da muss ich mir leider die Props geben. Achso, du gehst hier wieder in die Schule rein. Ja. Ja, wo denn sonst? Du kannst dich in Griphook verwandeln. Okay. Denn. Das brauchen wir ja. Ja, denn wir haben eine tolle Sache bei Ridwick vergessen. Oder nicht vergessen, Dominik war einfach zu gut. Sei mal. Ja. Ich bin, wenn man dafür bestraft wird, dass man zu gut ist. Ja. So, ich möchte nur mal kurz anwerfen, meine Vermutung bezüglich den letzten Charakter und wie wir den bekommen, ist richtig. Ja, also, es war ja auch meine Vermutung. Nur, ach ja, was? Warum? Egal. Bin ich gut. Und zwar zeige ich jetzt mal, was ich gefunden habe. Ach du! So, jetzt gehen wir hier weiter. Und was sehen wir da? Dominik war hier an dieser Stelle einfach so gut, dass er nie runtergefallen ist. Das ist halt nicht schwer, oder? Ja, aber du musst runterfallen, das ist das Problem. Ja! So, bekommen wir dafür auch ein... Ja. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir dafür... Aber einen goldenen Stein bekommen haben. Aber natürlich. So, und jetzt holen wir uns den letzten goldenen Stein. Okay, es ist doch so, wie ich es gedacht habe. So. Was denn? Was hast du denn gedacht? Erzähl's mir. Jetzt sag ich gleich. Jetzt seh's mir. Ich will jetzt nicht spoilern, ne? Ja, du meinst eine Nocturne Alley? Stark davon aus. Nein, nein, eben nicht. Und jetzt möchte ich etwas sagen, und zwar, ich bin schon ein bisschen angepisst auf einen sehr ungeduldigen Menschen. Denn warum blinkt das wohl immer noch? Er hat die Kacke nicht ganz beseitigt. Wir haben alle 200 Steine. Ja, wir haben das doch gemacht! Ja, aber nicht alles. Deswegen. Bullshit! Deswegen bin ich so angefressen vom Spiel und von einem sehr ungeduldigen Menschen. Ja, weil wir das gemacht haben. Ja, ich weiß. So, und jetzt. Bauen wir das hier zusammen. Hey, das letzte Bonuslevel. Hallöchen. Und ab hinein. Hey, der letzte Charakter! Yay! Bevor du fragst, nein, alle unsere Ecken sind weg. Ach, warte mal. Wollen wir es wirklich so langweilig machen? Und okay, die Stats sind aus. Nicht. Alle unsere Ecken sind weg, die das ist. Ich war mir nicht sicher. Aua, aua! Okay, warte, ich hab was Besseres. Nein, hallo. Bin ich so umbringen. Das ist kaputt, Mann. Sehr schön. Das ist gut. Hups. Es gibt kein fucking Splitscreen. Warum bin ich jetzt... Ja, es kein fucking Splitscreen gibt und du bist viel zu weit gefahren. Das ist ein geiles Level. Okay, dann müssen wir es kurz nochmal neu starten. Ich hab doch gesagt, ich will alles kaputt machen. Du fährst einfach mit dem Bus schon weg. Okay, einen Moment. So, wären wir wieder. So. Es fühlt sich so komisch an, dass man über die Stats gehen muss. So, kaufen wir mal kurz den Voldy. Dann haben wir ihn einfach mal. Der letzte Charakter, den wir brauchen.
Laut Waldemar. Auch toll, dass man ihn so spät zum ins Spiel bekommt. Naja, wir haben ja indirekt schon Voldemort lange gehabt. Ja, schon. In zwei verschiedenen Formen. Ha! Also man muss das Level beenden. Okay. Und man muss eventuell damit klarkommen, dass es kein fucking Splitscreen gibt. So, wie ich gesehen habe, stand da halt nur, dass man, wenn man das Level betritt, man ihn freischaltet. Nee, ich habe gesehen, dass wenn man das auch fertig macht. Also, das ist... Ich weiß, woran es liegt. Wieso wir ihn nicht haben. Wollen wir es nicht beendet haben? Das ist doch Sinn der Sache. Wir haben doch gesagt, dass wir das Level beenden müssen. Wir haben das Level aber nicht verlassen. Ja. Das ist mein Punkt. Aha! So. Aber ja, alles kaputt machen. Einfach alles kaputt machen. Warte, das ist 81, ne? In welchem Jahr sind wir? 81, ja. Du weißt ganz genau, welcher Tag. Kann ja nur ein Tag sein. Ich meine, der Levelname, den man nicht sieht, würde das eigentlich ziemlich klar machen. Ich weiß nicht, wieso wir den Levelnamen nicht gesehen haben. Nein. Das Level heißt Harry Schicksal. Das, deswegen, ne? Hab ich mir halt so gedacht, so 81, warte mal. Spielt halt in der Nacht von dem Junge, der überlebt hat. Oh Gott. Ja, ich weiß aber, wer nicht. Ich hab nicht überlebt. Warte mal tot. Harry Potter vorbei. Das war's. Brauchen wir einen neuen Bösewicht. Der wie jetzt Filch. Der nicht zaubern kann. Der neue Bösewicht in einem Zauberer-Film. Geil. Ja. Wer will das bitte schon sehen? Ich. Aber weil es Filch ist. Ja, Filch ist so inkompetent und. Ist ja der Witz daran. Das ist ja in 5 Minuten vorbei. Ist ja der Witz daran. Schlechter Witz. Jetzt mal wirklich, warum haben wir den Levelnamen nicht gesehen? Keine Ahnung, wird nicht eingeblendet. Warum weißt du, dass Harry Schicksal heißt? Hast du es vielleicht jetzt schon gespoilert? Na okay, man sollte eigentlich das allein von dem Datum her wissen. Ja, insbesondere wenn man bedenkt, dass Harry mit 10 Jahren nach Hogwarts kam. Ja. Und es in 91 war. Ja. Um den Dreh. Aua, aua. Warte mal, ich hab dich angeschossen. Egal. Ich bezweifle irgendwie, dass in dieser Nacht Voldemort wirklich durch London gegangen ist und einfach alles niedergemetzelt hat. Ich glaub, da war was, aber nicht Voldemort selbst. Ja, deswegen. Ich glaub, Todesser haben das gemacht. Ich weiß, es gab einen Angriff auf Muggel. Aua! Sorry, ich stand im Weg. Ich hab die Laterne. Ich bin kein Muggel. Ja, Halbblut bist du. Ja. Aua! Hier haben wir noch was. Ja, komm. Yay. Sehr schön. Okay, was können wir noch machen? Was können wir noch kaputt machen? Das ist das größte Level im Spiel. Wir haben hier ordentlich zu tun. Ja, ich weiß. Oh Gott. Sorry. Hat mich umgebracht. Du kannst mich nicht umbringen, das weißt du.
Ja, hast du doch gesehen, dass ich das kann. Mhm. I forgot something. Ja, natürlich kannst du mich umbringen, ja. Das hast du immer so gut gezeigt. Kann er mal hier umfallen? Danke. Also wirklich. Ja, die Hälfte haben wir schon. Yay. Okay. Können wir hier runter? Jetzt eigentlich nicht ausprobieren. So. Okay. Das letzte Level im Spiel ist, Wir waren einfach nur alles kaputt. Ich wollte gerade sagen, dass man mit dem oben geht. Ah, ja, sieh mal einer an. Ja, so langsam habe ich schon ja Mitleid mit London. Ich nicht. Jetzt einmal meine ganzen Frust rauslassen. In dem Spiel, ja. Hab ich dich wieder umgemacht? Ja. Also ich meine, für mich ist das kein Problem. Mach ich einfach einen neuen. Ist auch mal. Ja, Todesser machen ist genauso wie ein Kind. Wenn stirbt, ist kein Problem, was Neues. Oh Gott. Ich glaub nicht, dass das so funktioniert. Ey, ich hab wenigstens Avada Kedavra jetzt nicht mehr drin. Yay, du kannst mich nicht mehr unbeabsichtigt töten. Ist doch gut für dich. Ich kann dich aber noch unbeabsichtigt töten. Das ist dann nicht unbeabsichtigt. Sorry. Ja. So. Wir laufen wieder zurück. Ja, ich wollte gucken, ob man da runtergehen kann. Kann man nicht. Ja, hast du es schon probiert? Wieso sollte man da runtergehen? Ja, keine Ahnung. Kannst du einen Muggel in der U-Bahn umbringen? Ja, wir wollen London zerstören, nicht die U-Bahn. Ach, willst du jetzt sagen, dass London keine U-Bahn braucht? Nein, London braucht keine Stadt. Das ist da durchaus wichtiger. Ups. Ups. Sabern tust du mich trotzdem immer noch. Ja, aber du stirbst nicht mehr. Das ist das Gute daran für dich. Wir räumen auch auf. Jetzt mal auf. Nein, 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 nein. Ah, du Arschloch. Steht dir recht. War unfair. Hier, du bist Müll. Was hast du verdient? Aua. Also, Ah, warte mal. Sieh mal eine an. Und hier zack und zack. Ja, einfach mal hier alles in London zerstören, weil ist ja eh London. Braucht kein Mensch. Das ist auch. Die Menschen brauchst du nicht zerstören. Das macht mich aber glücklich. Ja, die geben aber keine Stuff. Aber es macht nicht. Wie kannst du nun auch wieder nicht mehr werden? Nach dem Spiel. Und das sind Versteckkünste. So. Aua. So, wir brauchen noch ungefähr. 135.000. Bzw. 134.000. Jetzt nicht mehr. 130. So. Na, oh, kann ich es auch mal treffen? Okay, dann nicht. Das war nichts, was wir kaputt machen. Ja, ist okay, aber da kann man kaputt machen. Ich
Sehr schön. Ich glaube, du musst halt hier wirklich alles zerstören, damit du es auf alles hast. Na, machen wir ja auch. Ja. Guck mal, wir schaffen das voll locker. Meinst du, die Todesser waren so gründlich? Naja, das glaube ich nicht, aber wir sind gründlich. Ja, der Chef ist ja hier noch selbst am Arbeiten. Ja. Deswegen bin ich mir sicher, dass das Voldemort nicht gemacht hat. Unser bester Praktikant. Ja, bis auf Probezeit, Todesser. Guck, so funktioniert er, mein Lieber. Ach, nur 50.000. Okay, eigentlich 40.000, aber... Wir wollen jetzt keine Korinthenkacker sein. Also, eigentlich schon. Okay, so will wir hier auch London auch von... Ja. Da kannst du auch nicht rein. Ja, ich wollte es kaputt machen. Glaube ich eher aus einem anderen Grund. So, siehst du, zack. Mach's auch kaputt. Wir können das Muggel nicht rein. Ja, den Brunnen zerstören. Fertig. Nein. Oh, 5000, komm schon. Was spielst du, ein Korinthenkacker? Wieso laufen wir jetzt eigentlich wieder zurück? Ja, weil wir hier noch alles absuchen. Ja. Ah, da haben wir die letzten. Ah, Pettigrew. Nach dem Moment schwor Harry ewige Rache gegen Voldemort. Weil er ihn grünen Ball an den Kopf geworfen hat. Yay, Lord Voldemort freigeschaltet! Woo! Jetzt hättest du sagen können, dass Harrys Schicksal war. So. Und noch mal eine Sache machen. Ja, Voldy kaufen und dann, Selbstmord. Das oder verbrennen, eins von beiden. Beides ist sehr löblich. Gehen wir nochmal alle Charaktere gleich durch. Na, dauert ein bisschen. Bis wir bei Voldy sind. Beim Tom Marvolo Riddle. Boah, als ob du ihn Tom nennst. Tommy. Tomboy. Da ist er, der Tommy. Sieht ja auch so aus wie ein Tommy. Bling, ja. Bling, 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 bling. Wir haben ja nicht die 100%. Ups. Nein, wir haben es nicht. Wir haben nicht die 100%. Stimmt. Ich will das dann nicht zu 100% durch. Ja. So. Das macht mich sehr glücklich. In der Leute zu Mom, ja. Ja. So, das letzte, was. Du musst jetzt noch einsammeln. Nee. Ich will nur alles hier zeigen. Das ist das letzte, was wir machen. Was willst du zeigen? Das. Alle Cutscenes nochmal. Nein. Also. Aber die Charaktere wenigstens. So. Charaktere ja. Und, Charaktere, die das kannst du machen, aber die Katzen müssen wir uns nicht alle angucken. So, gehen wir am besten hier rein. Und zwar haben wir Harry.
Hermine. Ron. Harry Blossom, Pullover, Hogwarts, Drachenaufgabe, Seeaufgabe, Labyrinthaufgabe, Quidditch, Mädchenverkleidung, Slytherinverkleidung, Schlafanzug, Smoking. Stimmt, wir haben Hermine nie im Ballkleid gesehen. Wieso denn auch? Das Trimagische Fest ist ja kein Level. Ja. Nie erwähnt. Deswegen frage ich mich, wieso die fucking Band in dem Spiel drin ist. Das ist ja das Problem. Das ist die einzige Stelle, wo Musik drin vorkommt in Harry Potter. Weißt du? Und wir haben eine Band drin. Ja, ich versteh's auch nicht. Die Stelle ist noch nicht mal so ein fucking Spiel. Quirrell, Lupin, Hooch. Gott. Stimmt, du hast Locker, mit Hooch nie gespielt. Grüne Jacke. Pomfrey. Grüne Jacke. Ja, nur die zwei. Ja, Pomfrey. Pomfrey, Pins, Sprout. Gryffindor, Junge. Gryffindor, Mädchen. Spinne. Lee Jordan. Angelina Johnson. Daran erinnere ich mich, ja. Thomas. Ja, Turm. Pavati Patil. Colin Creevy. Ganz schnell weg. Ganz vielen Sachen. Oliver Wood. Quidditch. Pullover. Neville Longbottom im Schlafanzug. Noch ohne. Oh nein, bitte nicht. Ich hatte mal nach Fred und George genannt. Percy Weasley. Seamus Finnegan. Katie Bell. Professor Vector. Professor Sinistra. Professor Binns. Professor Trelawney. Draco Malfoy im Quidditch, im Pullover, im Hogwarts. Vincent Crabbe, Gregory Goyle im Pullover, Marcus Flint, Millicent Bulstrode, Slytherin Mädchen, Vertrauensschüler und Junge, Potter Partil, Potter Kleid, also, ja, ist ja. Cho Chang, Penelope Clearwater, Ravenclaw Junge Mädchen und Vertrauensschüler, Justin Finch Fletchley. Robert Pattinson in der Drachenaufgabe, Seeaufgabe und Labyrinthaufgabe und Pullover und normal. Susan Bones, Ernie McMillan, Hannah Abbott, Hufflepuff Vertrauensschüler Junge und Mädchen, Arthur Weasley, die Mafia, Molly Weasley, Hexe Grau, Griphook, Dobby, Fang, Molle nimmt Mütte im Badanzug und normal. Kostkopfloser Nick. Die graue Dame. Der fette Mönch. Der blutige Baron. Todesser. Bertie Crouch Jr. Todesser. Igor Kakarov. Ein Todesser. Peter Pettigrew. Todesser. Igor Kakarov ist eigentlich auch ein Todesser. Tom Riddle. Todesser. Todesser. Also, Anführer. Lucius Malfoy. Todesser. Professor Quirrell Voldemort. Semi-Todesser. Lord Voldemort. Immer noch der gleiche. James Pottergeist. Kein Todesser. Lily Pottergeist. Kein Todesser. Sirius Black. Vermeintlicher Todesser, aber kein Todesser. Amos Diggory. Todesser. Was? Barty Crouch Senior. Doris Crockford. Zauberer Rot. Hexe Weiss. Mr. Ollivander. Tom der Gastwirt. Filch. Madame Malkin. Madame Rosemerta. Stan Shunpike. Kita Kimkorn. Kita? Rita? Cornelius Fudge. Ernie Prang. McNair. Junge. Mädchen.
Sänger. Die drei Geschlechter. Gitarrist. Was ist? Schlagzeuger. Zauberer Grün. Drachentomteur. Gerissener Zauberer. Kaffeefee. Bahnhofswache. Fleur in der Drachenaufgabe, Seeaufgabe, Labyrinthaufgabe und Fleur de la Coeur. Victor Krumm in der Seeaufgabe, Smoking. Krumm Hai. Victor Krumm, Drachenaufgabe, Seeaufgabe, Smoking. Grabiel de la Coeur. Dummstrang-Schüler. Vernon Dursley. Petunia Dursley. Dudley Dursley. Dursley. Ich mein Milchmann. Mrs. Mason. Mr. Mason. Und wieso haben wir keine Schüler aus dem aus der französischen Schule, aber wir haben Dummstrang-Schüler. Und die Superzahl 5. Ja. Ja, betrunken. Was kann ich dafür? Hey! Wegen dir! Ich komm mal nicht raus. So, also. Silhouetten. Komm, machen wir den Pfad an. Also Silhouetten, Eisbahn, Verkleidung, Karottenzauberstäbe, Raunenlied, das hatten wir ja schon. Charaktermarkenfühler, vom Fallen gerettet werden, Charakterstats, 2, 4, 6, 8, 10 Punktzahl. Statsmagnet, Herzen regenerieren, Extraherzen. Unbesiegbarkeit, roter Sternfühler, Hogwarts Wappenfühler, goldener Steinfühler, Weihnachten, Geisterstats einsammeln, schnell zaubern, schnell graben. Damit haben wir 20 von 20 roten Steinen, 50 Fühler in Not gerettet, 24 Mal waren wir der wahre Zauberer, 200 goldene Steine und 24 Wappen, sowie auch 167 Charaktere, die wir gesammelt haben. So, und es gab hier einmal den Hogwarts Express. Dann gab es die peitschende Weide. Kennst du das, wenn du dich nicht wirklich vorbewegen kannst? Nee. Das Dummstrangschiff. Das wir ignorieren werden, weil ich hier zerfragt ist. Ah, übrigens, ich habe was herausgefunden. Ja. Das ist eine falsche Übersetzung. Und zwar. Im Englischen heißt das hier wirklich dann halt was. Aber nicht Fraktus Strata. Das ist eine falsche Übersetzung. Ha. Weil im Deutschen, im Buch, das weiß ich, heißt er auch. Der Nachtbus. Also heißt der Nachtbus, aber im Deutschen geht halt der Witz weg. Mit Night und so, ne? Hm. Im Englischen heißt er dann halt was. Hui, steht schon laufen. Das war's mit Lego Harry Potter, Jahre 1 bis 4. Nimm meine Karotte. Stimmt, ich will die Karotten sehen. Mach mal die scheiß Silhouetten weg. Und wer soll das überhaupt bitte freiwillig auswählen? Eigentlich sind wir jetzt eine und dieselbe Person, um ehrlich zu sein. Ah, sehen wir scheiße aus. Warte, guck mal zur Kamera, ich muss mich auch positionieren. Darf ich vorstellen? Fred und George! Und du kannst nicht behaupten, dass das nicht stimmt. So, was würden die machen? Oh. Okay. Server in der Muggelwelt. So sieht das aus. So. Ja, als nächstes geht's dann mit Lego Lord of the Rings weiter mit uns. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir werden das dann auch natürlich wieder nicht zu 100% spielen. Und. Oh nein, nicht die Katze. Nein, nicht die Katze! Ja, am Tisch ist nicht so. Oh Gott! Doch, am Tisch ist genauso gedacht. Hui! Oh Gott, okay. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Lego. Oh,
Lord of the Rings. Bis dann. Mit der Katze kann ich die Katze durch die Gegend schmeißen. Cool. Und tschüss. Au.